Hi, hier ist wieder euer Totkehlchen und willkommen bei meinem ersten Titanfall Gameplay. Das Gameplay ist aus einer Zeit, wo ich gerade angefangen habe, Titanfall zu spielen, kurz vorgestern. Und ich wollte mit euch jetzt mal mein Fazit bzw. meine Meinung zu dem Spiel teilen. Ich spiele Materialschlacht, das ist hier sozusagen das TDM, obwohl Materialschlacht bei der Menge an NPCs, die man da weg, man kann schon fast sagen, schlachtet, wirklich passend ist. Das Spiel ist ja von ein paar älteren Entwicklern von Infinity Ward, das heißt von denen, die auch für Black Ops 2 verantwortlich sind. Und die haben es ja schon mit actiongeladenen Games auf kurze Distanz drauf gehabt. Das hat man ja zum Beispiel an Karten wie Nuketown gesehen. Ich habe Black Ops 2 ist auch als letztes gespielt von der COD-Reihe. Ghosts war jetzt nicht so meins, muss ich zugeben. Und ja, ich habe jetzt hier in dem Gameplay erstmal die ganze Karte umlaufen, weil ich dachte, ich falle denen in den Rücken. So wirklich was gebracht hat es mir nicht. Ich benutze hier den Karabiner, das ist hier die Allrounder-Waffe im Spiel. Also für mich die Allrounder-Waffe, die ist auf lange und kurze Distanzen gut. Und ja, habe da den Schalldämpfer draufgeschraubt und das Holosight drauf. Es gibt noch das Standardvisier, da ist dann, wie gesagt, nur Kimmekorn. Und dann gibt es natürlich noch so ein typisches ACOG-Visier mit kleiner Vergrößerung und so weiter und so fort. Da habe ich meinen ersten Piloten gekillt. Macht auf jeden Fall Unmengen Spaß. Da weiß ich nicht, warum ich da total verrissen habe. Ansonsten macht es wirklich Unmengen Spaß, dieses Spiel zu zocken. Ich habe mich jetzt, die ersten 30 Level habe ich mich jetzt vorangekämpft in dem Spiel. Bis 50 geht's und danach läuft es wie bei jedem anderen COD-Teil mit Prestige weiter, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, wie man das hier genau nennt. Da hat mich der erste Titan umgebratzt. Ich muss sagen, für mich ist es ein Spiel, was ich auf jeden Fall auch längerfristig zocken kann. Es wird für mich nicht Battlefield ablösen. Battlefield ist was, was ich auch mehr spielen kann, weil es einfach umfangreicher ist. Weil ich denke, auf Dauer wird Titanfall, egal wie viel da abgeht, auf Dauer wird das irgendwann bestimmt langweilig. Wogegen ich in Battlefield natürlich immer noch alles Mögliche machen kann. Was ihr hier natürlich seht, ist die Xbox 360-Fassung. Die ist natürlich grafisch nicht so eindrucksvoll wie die Xbox One bzw. die PC-Version. Mir reicht's aber vollkommen, weil Spiele müssen nicht immer grafisch überragend sein, um gut zu sein. Das sieht man immer noch an vielen Klassikern, die auch heute noch gezockt werden. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass in dem Spiel einfach Achievements regnet. Also man hat Herausforderungen für laufen Sie so und so lange und schießen Sie so und so viele Gegner mit der Waffe ab. Das kann man gut finden. Ich finde es, naja, mittelmäßig, weil man sich nicht groß anstrengen muss, um jetzt Erfolge zu bekommen. Ich kann Leute aber auch nicht verstehen, die sagen, sie finden das Spiel jetzt kompletter Mist, weil es ist eine schöne Abwechslung zu dem viel taktischen, was jetzt in letzter Zeit so auf den Markt gekommen ist. Es ist mal wieder ein Spiel, bei dem man wirklich Controller in die Hand nehmen, Hirn aus und einfach rumbratzen, weil wirklich viel taktisches Denken ist dabei nicht erforderlich. Wenn man nach einer Zeit sich seinen Titan bzw. sein Loadout so eingestellt hat, wie man es braucht, dann ist es auf jeden Fall auch dann, dass man das dann behält. Also ich tausche jetzt meine Ausrüstung nicht so häufig. Da sieht man den Nuclear Eject. Das ist meiner Meinung nach die allerbeste Verwendung für so einen gedoomten Titan. Also wenn der eigene Titan gedoomt wird, kann man sich nach oben rausschießen lassen und dann explodiert der eigene Titan in so einer Nuklearexplosion. Für die Leute, die es noch nicht so lange spielen, sollte man das mit Auto-Ejection kombinieren. Da seht ihr, da habe ich schon wieder eine Herausforderung abgeschlossen. Auto-Ejection ist in dem Moment halt, wenn dein Titan gedoomt wird, kann man den zwar noch ein paar Sekunden weiterspielen. Man kann sich natürlich auch automatisch nach oben rausschießen lassen. Das ist das, was ich am sinnvollsten finde. Weil man hat das Timing am Anfang noch nicht so wirklich raus. Also ich zumindest nicht. Bin super oft in meinem Titan dann gestorben. So. Ja, also wenn ihr selber Titanfall spielt, sagt mir Bescheid. Ich guck's gern mal, dass ich mal mit euch zusammenspiele, obwohl ich jetzt auch schon gemerkt habe, ich habe jetzt auch schon mit ein paar Abonnenten gespielt, dass da Teamplay nicht wirklich eine Rolle spielt. Also wir sind zwar zusammen in einem Team gewesen, aber es ist jetzt nicht so gewesen,
dass wir uns untereinander unterstützt hätten, beziehungsweise dass es jetzt wirklich wichtig gewesen wäre, wer jetzt wann seinen Titan ruft und welche Fähigkeit dabei hat. Hier habe ich übrigens, apropos Fähigkeit, das Stimpack dabei gehabt. Das lässt nochmal die Regeneration ein bisschen steigen. Dann kommt man halt schneller aus diesem Bloody Screen wieder raus, wenn man getroffen worden ist. Beziehungsweise ich benutze es meistens eher, dass ich schneller von A nach B komme. Also zum Beispiel, wenn ich Hardpoint spiele, das ist wie Eroberung in Battlefield. Man hat 3 Punkte, die man erobern muss. Dann benutze ich das lieber, um einfach da schneller hinzukommen, bevor da irgendein anderer in der Gegend rumsteht. Meine Anti-Titan-Waffe, die ich dabei habe, ist hier der Mack-Werfer. Der Mack-Werfer feuert kleine magnetische Granaten ab, die dann in der Nähe des gegnerischen Titans liegen bleiben und explodieren. Da hat jetzt einer den Smog eingesetzt, der ist A, gut, dass man nicht gesehen wird und vielleicht sich ein bisschen vor dem gegnerischen Titan verkrümmeln kann. Apropos, schon wieder Herausforderung abgeschlossen. Zum anderen kann man natürlich auf diese Titans draufklettern. Das machen auch viele Spieler, die irgendwo auf dem Dach stehen, warten, bis ein Titan unter ihnen durchläuft. Tada, schon wieder. Und springen da auf den Titan drauf und greifen den dann so an. Dann kann man ihn als Titan selber nicht erwischen. Also entweder steigt man aus und bekämpft den Piloten, der auf einem drauf sitzt, selbst. Oder man zündet diesen Smog, der halt den Piloten dann tötet. Das wird hier in dem Match relativ häufig eingesetzt. Bin ich ganz froh drum, da hat keiner die Nuklear. So, jetzt haben wir gewonnen. Wenn man gewonnen hat in dem Spiel, flüchten die Gegner in so ein Dropship, was dann runterkommt. Das wird immer angezeigt. Da vorne seht ihr das Symbol. Und durch dieses Dropship kann man entkommen, wenn man verloren hat, beziehungsweise man muss es zerstören, wenn man gewonnen hat. Ich muss sagen, ich habe jetzt noch nicht so ganz raus, wie man das Ding jetzt am schnellsten kaputt kriegt. Mit der Kettenkanone, die ich hier habe, also dieser Mini-Gatlin, die mein Titan trägt, kriegt man es wohl nicht so gut hin, auch wenn ich noch Raketen dazu reingefeuert habe. Aber alleine als Titan ist es ein Ding der Unmöglichkeit. Also wenn, dann müssen da schon große Teile des Teams sich dran beteiligen, dieses Dropship zu zerstören. Ich habe jetzt gehört, man kann es mit dem Vierfachraketenwerfer ziemlich schnell runterprügeln. Da seht ihr, ich habe noch eine Raketensalve drauf gefeuert, aber irgendwie das Ding möchte einfach nicht runtergehen. Ich kriege mit einem Magazin gerade mal das Schild runter und damit hat sich das schon. Und ich habe schon Extended Max drauf, beziehungsweise, dass ich schneller feuere. Und dann fliegt es auch schon weg und hat sich die Sache schon wieder. Leider Gottes. Ja, das war mein erstes Match Titanfall. Vielleicht spiele ich auch mal mit euch, gegen euch. Wir können ja auch mal eine private Lobby, können ein bisschen Mist machen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Euer Todgilchen.